Hi, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin nicht alleine, sondern zusammen mit Luca. Hi, ich bin Max. Wir haben uns für heute was überlegt. Ihr seht schon im Titel, die dümmsten YouTuber. Nur die dümmsten YouTuber wären auf so eine Idee gekommen. Und zwar ist es wirklich so lustig wie simpel. Wir haben beide vier dumme Challenges uns überlegt. Was ist das eigentlich für eine Cat? So, die, warte. Luke Crew? Schreibt alle mal Luke Crew in die Kommentare! Ja! Wir haben beide jeweils vier dumme Aufgaben auf diese Zettelchen geschrieben und spielen einfach Schere, Stein, Papier darum, wer eine Aufgabe ziehen muss. Eine Sache, die ich aufgeschrieben habe. Ja, nee, ich dachte, hoffentlich ziehst du sie selbst, Alter. Hoffentlich ziehst du selbst. Okay, das ist wirklich das ganze Video, deshalb, es gibt einfach nicht mehr zu reden. Wir fangen an. Schere, Stein, Papier. Oh, Schere, Stein, Papier. Okay, Max muss das erste Zettelchen ziehen, meine Damen und Herren. Okay. Er mischt das Ganze noch mal ein bisschen durch. Hoffentlich ist es keins von dir. Es ist... dem anderen drei Komplimente machen. Okay, verdammt. Ja, das ist jetzt nichts so hart Gemeines irgendwie. Also, was mache ich dir für Komplimente? Kompliment Nummer 1. Ich bewundere dein Durchhaltevermögen, was konsequente YouTube-Uploads und generell so Arbeiten so am Stück angeht. Okay. Weil ich selbst das bei mir ein bisschen vermisse. Nummer 2. Das ist eigentlich auch auf YouTube bezogen. Der Schnitt, wie schnell du schneiden kannst. Okay, danke. Top. Und Nummer 3. Ich finde, dass du echt einen guten Mords-Kumpel hast. Deine Fresse, Mann. Als wenn die einzigen meine Komplimente, die dir direkt eingefallen sind, auf meine YouTube-Sache bezogen waren. Ich überlege mir ein gutes drittes Kompliment. Du hast sehr weiße Zähne. Junge, das ist ein Kompliment. Akzeptiert. Auf was hast du gehofft? Ich weiß nicht, ich hätte bei dir jetzt gesagt, du kochst unglaublich gern und auch eigentlich ganz gut. Eigentlich ganz gut ist aber kein Kompliment. Okay, okay, weiter geht's. Schere, Stein, Papier. Ja, Max muss schon wieder einziehen. Oh Mann, Alter. Packen wir auf. Ich glaube, das ist was von Luca. Das ist was von mir. Höre Not Afraid mit Kopfhörern und singe laut mit. Das heißt, wir hören keine Musik, aber wir hören das, was Max singt. Das heißt, ich würde sagen, los geht's. Muss ich auch mit rappen oder nur den Refrain singen? Du musst nur den Refrain singen, beziehungsweise das davor. Nein, 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 keine Lyrics. Doch, keine Lyrics, doch. Max, keine Lyrics. Ey. Da stand ja nicht drauf mit Lyrics. Ich stand nicht drauf, dass ich keine Lyrics benutze. Nur hören. Not afraid to take step. Everybody, come take my hand. Whatever weather comes along. Ich hab gerade mein Handy auf den Boden geworfen. Comes along, das heißt cold or warm. Deswegen sagt er whatever weather. Ja, ich verstehe, aber ich kannte den Text noch nicht. Deshalb wollte ich die Lyrics anschauen. Ja, wie ich gesagt habe. Ja, ja. Okay, sehr schnell Papier. Nein. Endlich. Okay, okay, Leute. Ich mische durch die Kappe. Ich habe dich für diesen Zettel hier entschieden. Oh, ich glaube, das ist von mir. Das ist von dir. Von der letzten Sache erzählen, bei der du versagt hast. So richtig versagt. So was peinlich ist. So richtig unangenehm, dass Leute das erfahren. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich so, Luca überlegt, so, weil er keine Sachen hat, bei denen er versagt hat, aber er denkt... ich wollte gerade einen Joke dazu rauskommen. Er denkt wahrscheinlich so, okay, nee, scheiße, fuck, das ist zu hart. Oh, das kann ich nicht erzählen. Alter, ich habe wirklich keine Ahnung. Wenn ich jetzt sagen müsste, okay, irgendwas ganz Krasses, wo ich versagt habe, würde ich, glaube ich, als letztes sagen, dass ich eine Klausur echt mit 5,0 leider nicht bestanden habe und die muss ich jetzt die Tage wiederholen. Also das ist schon eine krasse Sache, die ich, bei der ich versagt habe. Aber jetzt wirklich, das ist jetzt auch schon zwei Wochen. Hey, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Danke, dass du dich uns geöffnet hast. Halt mal deine Fresse, Alter. Nein! Okay, bisher beide zweimal hintereinander verloren. Ey, das macht voll Spaß. Das ist so sinnvoll, aber es macht voll Spaß. Trotzdem sind wir die dümmsten YouTuber. Also die nächste Sache, die ich nehmen muss, ist dieses kleine Zettelchen hier mal wieder. Bitte, es ist mir, wieder sehr, sehr viel drauf. Nein! Du darfst im Laufe des Videos nicht mehr Ja und Nein sagen. Das habe ich aufgeschrieben und ich dachte eigentlich, dass du das nimmst und dann ganz zum Anfang und dann keine Ahnung. Boah, das ist fies. Und wenn... Okay, wir machen ohne Bestrafung. Steht da nicht drauf. Wie dumm. Ihr könnt ja mal einfach mitzählen, wie oft ich die beiden Wörter sage. Okay, ach, du Scheiße. Musst wieder ziehen. Habt ihr es gesehen? Ich hatte gerade Stein und Luca Papier. Ich hoffe, es ist das, was ich... Nein! Oh! Nö. Ich habe gerade gesagt, dass ich auch sowas ähnliches habe.
Serious, also ohne Kacke zu machen, 10 Sekunden lang ein Lied singen. Digga, ist das hier das neue Max singt oder wie? Was? Darf ich mir das Lied aussuchen? Ich darf mir selbst eins aussuchen, weil sonst machst du sowas so Adele, Hello oder sowas, so was kein Normalsterblicher singen kann. Irgendwas, was jeder singen kann. Ich nehme sowas wie das Harte hat das rote Pferd. Ist hier einfach umgekehrt. Ja! Okay. Ich muss die Lyrics nachschauen. Hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm, sie machte Summ, Summ, Summ und flog mit ihrem rum ums rote Pferd herum. Okay, 20 hin. Das war gerade Fremdschämen pur. Ja, sorry. Zweite Challenge, hoffentlich verlierst du jetzt wieder. Schere schneidet Finger ab, leider doch. Wie dumm wir sind. Karma kommt direkt zurück jetzt. Da ist die Schere. Ja, da hast du es so. Ich hoffe, dass es das ist, was ich aufgeschrieben habe. Das würde ich so gern sehen. Das, nein, das ist schon wieder was von dir. 10 Sekunden Bauchtanz. Ich weiß nicht, wie Bauchtanz geht, aber ich habe es halt trotzdem aufgeschrieben. Warum habe ich immer 10 Sekunden? Das ist viel zu lang. Zehn Sekunden laufen ab, jetzt! Nee, noch nicht, erst okay. Ah, verständlich. Sag, wenn du fertig bist. Okay, jetzt. 10 Sekunden laufen ab, jetzt! Machst du das so? Ich glaube nicht. Ende. Ich will nicht mehr leben. Okay, wie viele haben wir jetzt schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es fehlen noch zwei. Da drin ist auch noch das eine, was ich zu Beginn angekündigt hatte, was so krass ist. Was ich unbedingt sehen will. Bitte verlierst du. Okay, Max hat eine 50%ige Chance, dass es nun drankommt. Also, zieh es raus. Ich hoffe, nein, du schaust da nicht rein. Wir werden das aber schön durchmischen. Doch, das nimmst du. Nein. Doch, das nimmst du. Nein. Doch, nein. Du hast schon genommen. Arschloch, Alter. Ist es das jetzt? Oh Gott, ich hab's zerrissen. Man kann es leider nicht mehr benutzen. Ach, Scheiße, Alter. Telefoniere mit einer Flasche und tu so, als würde deine Mutter dich zu Unrecht für etwas beschuldigen. Junge, wie dumm ist das? Alter, ich find's richtig krass, wie das... Oh, warte kurz, meine Flasche klingelt. Hallo, ja? Nein! Ich soll das gemacht haben! Nein, ich hab das nicht gemacht! Ich schwöre, ich war das nicht, das war Sebastian! Yeah, Mama, schrei jetzt mal nicht so in die Flasche rein, ja? Nee, Mama, ich war das nicht! Ich hab den Hund nicht auf den Boden gelegt! Ja, okay, nö, ist mir jetzt egal, tschüss! Okay, Max hat Stress mit seiner Mutter. Stress mit meiner Mutter in der Aufnahme? Und jetzt kommen wir zum Letzten, meine Damen und Herren. Lass uns das Letzte einfach Schere, Schnell, Papier machen, oder? Ja, haben wir doch gar nicht gemacht. Ich konnte mich nicht entscheiden, das war schon ziemlich eine Schere. Das war überhaupt keine Schere, Alter. Die Schere hat mir ein Blatt kaputt gemacht. Junge, ey, es geht. Ich musste circa zwei Sachen nehmen. Und ich sechs, ne? Ja, glaub schon. Ey, was ist denn los? Okay. Die letzte Aufgabe. Mache so viele Liegestütze, wie du schaffst, ohne Pause. Oh Gott. Los geht's. Puh, dann zieh ich aber meinen Pulli aus. Boah, das wird voll peinlich, weil, wie ihr vielleicht seht, bin ich schon ziemlich breit. Okay, mein persönliches Ziel sind 20. Okay, was, ohne Pause, ja. Was hättest du jetzt gemacht? Sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig. Komm, mach die 30 voll, mach die 30 voll. Ah, er hat fast die 30 geschafft, meine Damen und Herren, fast die 30. Das war schon sehr, sehr knapp. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, lasst ein Like da. Wenn ihr das abschaltet, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bald wieder. Lasst ein Like da.